Kommt ein Mann zum Arzt. Kenn ich schon. Nein, der geht anders. Ruft der Arzt den Mann an, ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Erzähl trotzdem. Ruft der Arzt den Mann an, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Erst die gute. Ja, erst die gute. Sie haben nur noch 24 Stunden zu leben. Und was ist die schlechte? Versuchen Sie schon den ganzen Tag zu erreichen. Die Luft war zäh und atmete sich schwer. Mir war übel, richtig übel, und das schon seit Wochen. Mit einem Wort, ich fühlte mich total scheiße. Dienstag 6 Uhr. Chefarzt Professor Dr. Roman Arzt betritt die Klinik. Hallo Herr Chefarzt, ich habe ein Buch gekriegt. Na ja, danke mein Lieber. Schönen Tag noch. Dankeschön, gleichfalls. Dienstag 6.01 Uhr, Patient Theophob Meyer betritt die Klinik. Oh, meine Eingeweide! Oh. Das sieht nicht sehr gut aus. Nein, das sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Ich mach den Fortuna-Griff. Aua, meine Augen! Ah, die Augen! Na, meine Lieben, kommt ihr klar? Ihr schafft das schon. Wir sehen uns dann morgen wieder, okay? Wir müssen sofort operieren. Sofort operieren. Bereiten Sie mir den OP vor. Wir sind mal unter Ruf aus der großen schwarzen Sterben. Aber halt, ich habe heute noch einen Töpferkurs. Wir operieren erst morgen. Gleich morgen früh kümmern wir uns darum. Nach dem Frühstück natürlich. Bin ich? Wer war dieser Mann, der wegrannte? Ja, Herr Doktor, nur dass Sie es wissen, ich bin privat, okay? Ich bin auch privat, aber ich kann auch ganz dienstlich sein. Also ich bin privat ein ganz anderer Typ, verstehen Sie? Viel lockerer und kumpelhafter. Das sieht man schon an meiner Kleidung. Ich bin privat hier. Ich bin privat, nur dass Sie es wissen. Herr von Hahnstein, Sie sind hier, weil Sie sehr, sehr, sehr krank sind. Aber Herr Prinz von Hahnstein, privat bin ich natürlich auch sehr gerne für Sie da. Und für die paar Wochen, ich meine natürlich in Ihrem Alter, da brauchen Sie doch noch eine freundliche Begleitung. Simulanten heilen, eine schwierige Sache. Ständig denken die sich was Neues aus. Nur mit Placebos kommen sie da nicht weiter, die helfen auch nicht immer. Nur am gesunden Patienten. Wer war nur dieser Mann? Warum verfolgten die Ärzte diesen Mann? Amputieren oder nicht? Ist doch komplett morsch, das Ärmchen. Ich rauche ja immer während der OP, wegen den ruhigen Händen. Und außerdem, Asche ist eh kein Fall. Ich werde einen vorsichtigen Schnitt machen, aber erst desinfizieren. Ist das auch der richtige Arm? War das nicht der Typ mit der Herzklappe? Der Mann hier, der hat hier nur Fußpilz im Endstadion. Also wenn der Arm gesund ist, dann sollten wir uns vielleicht doch mal die Füße angucken. Vielleicht hat er ja noch Fußpilz. Fußpilz am amputierten Arm. Mit Sättigungsbeilage. Lecker. Ich werde ihn wieder heilen. Kein Problem. Und zwar ganz alleine heilen. Hier, bestenzeitig. Bye, bye. Bye, bye. So, wie man gehört das Ding jetzt hier? Naja, das ist eine prima Übung für mich. Früher habe ich nur Abszesse und Blinddärme gemacht. Aber das erzählen Sie mir irgendjemand im Golfclub. Das interessiert ja heute gar keinen. Deswegen habe ich mich eingelesen. Was war das hier für ein Krankenhaus? Bin ich hier hingeraten? Also Herr Doktor, nur dass Sie von vornherein klar sehen, ich bin privat hier. Privat geht immer vor. Merken Sie sich das? Stimmt, privat geht immer vor Katastrophen. Schwester Morphium bitte. Und das bedeutet, ich gehe jetzt nach Hause. Die Schnösel. Gott. Was machen Sie denn da? Doch egal, wir sehen uns morgen wieder. Und wieder dieser merkwürdige Traum. Wer war dieser Mann? Ein Wunder. Und es widerfährt mir diese Hände, diese Gabe. Ich widme alles meinen Patienten.
Ah, Schwester, ich sag Ihnen, ich habe so wahnsinnige Muskelkater. Schmerzen am ganzen Körper. Ich habe heute Nacht, wissen Sie, war ich aktiv. Wir sind ja schon nachtaktiv. Aber ich muss Ihnen sagen, ich bin privat. Das ist kein Problem, gegen starke Schmerzen geben wir was. Nein. Mal, wo kommst du gerufen? Ah, nicht schon wieder eine Spritze. Nicht schon wieder eine Spritze. Noch mehr Schmerzen. Komm, ich geh doch. Privat, ich bin doch privat. Bin ich im Himmel? Ist das hier der Himmel? Die Hölle? Ach nein, ich bin im OP. Endlich werde ich repariert. Endlich bekomme ich geholfen. So, dann wollen wir mal wieder. So, Schwester Mofia, das ganze Programm bitte. Ich bin wieder versteckt. Oh, wie das stinkt. Die alte Sau hat mich abgeführt. Aha, ein zweites Frühstück. Richtig so. Wer arbeitet, der soll doch ordentlich essen. Wenn es auch nicht unbedingt Pfälzer Leberwurst mit ordentlich Zwiebeln sein muss. Naja, weiter so, meine Lieben. Ihr schafft das schon. Wir sehen uns. Besser stinkt hier im OP-Saal nach frischer Wurst, als später die ganze Station nach Flatulenz. Auch wieder wahr. Oh, was ist das denn? Es ging ihm wieder gut. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Die Spontanheilung. Super. Wie sollen wir das abbrechen? Wie stehen wir vor den Leuten da? Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlechte ist, der Patient ist gesund. Ja. Und die gute ist, wir haben früher Feierabend. Ja! Ja! Machen Sie dann trotzdem die Herz-OP? Nein, nur kurz auf und zu, damit er seinen Kumpels die schöne Narbe zeigen kann. Sicher ist jedenfalls, dass er später gesund nach Hause gehen kann und darüber freut sich doch jeder. Ein gesunder Patient auf unserem OP-Tisch? Du meinst, er wäre ein guter Kandidat? Wir wagen die Kopftransplantation. Schwester Bruno, Schwester Morphium, das Transplantat! Hi, Sie meinen den Ersatzkopf? Ja, Freunde, wir müssen heute doch länger machen. Oh, nee. Hier ist das Morphium. Hier ist der Kopf. Jetzt würde ich die Welt mit anderen Augen sehen. Jetzt würde ich die Welt mit anderen Augen sehen. Alles, was vorher war, alles, was vorher war, käme nie mehr wieder zurück. Na, da wird ja einer wach. Ich weiß gar nicht, was die bei mir gemacht haben. Ich habe auch ganz schön gelitten, kann ich Ihnen sagen. Man hat mir den ganzen Brustkorb aufgerissen, wie an der ganzen Weihnachten. Sie ärmst da. Ja, nach 3 Tagen. War mein Brustbein immer noch so locker, dass ich auf allen Rippen Klavier spielen konnte. Ich habe nur noch ein bisschen Kopfweh. Das ist bestimmt von der Narkose. Ja, und dann mussten die unter Vollnarkose den Verband wechseln. 2 Mal am Tag unter Vollnarkose. Das hört sich ja schlimm an. Und dann musste ich noch einmal auf die Intensiv. Haben Sie eigentlich auch Elektroschocks bekommen? Ohne Stuhlgang gab es bei mir immer nur Orangenjoghurt. So, meine Herren. Haben wir uns diese Woche schon gewaschen? Bitte, bitte. Wollen wir mal sehen, wie es geworden ist? Schwester Morphe, nehmen Sie doch mal bitte den Verband ab. Na, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Ja, das sieht super aus. Ja, Sie sehen ganz toll aus. Kann ich mal bitte einen Spiegel haben? Sie sind ein ganz anderer Mensch. Glauben Sie mir, Sie sind bald wieder ganz der Alte. Na, da sind eventuell neue Passbilder fällig. Was war das Schwierigste bei der Kopftransplantation? Das Wichtigste, das war die Teamarbeit. Ich persönlich habe versucht, meine Fähigkeiten so optimal wie möglich einzubringen. Woher hatten Sie eigentlich den Kopf? Meinen Sie den Kopf aus der Metzgerei? Wir haben ihn in Heimarbeit genetisch hergestellt. Und das war nicht leicht, nicht einmal für mich. Wie haben Sie das bewerkstelligt? Normalerweise haben wir nach 4 Stunden eine Pause, aber da habe ich mir mal das Fleischkäse mit dem OP genommen. Und dann haben wir gemeinsam die 14-stündige Operation durchgezogen und ich muss sagen,
gute Arbeit gelungen. Ich glaube, die haben nur die Krankenkasse beschissen. Gute Nacht. Gute Nacht.